Jetzt aber. So. Gebrochen, die Sau. Und jetzt machen wir den Kontinent endlich kaputt. Aber nicht so. Ich sagte nicht so. Geht doch. So. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Hauptsache, der Kontinent ist kaputt. Das ist wichtig. Dass dieser fucking Kontinent kaputt ist und dass er kaputt bleibt. Damit haben wir schon mal den lilanen lahmgelegt. Also was seine Truppen angeht. Er bezieht jetzt nämlich nur noch die Truppen, die er in seinen Gebieten hat. Nicht mehr den Kontinent-Boni. Den kriegt er nicht mehr. Und danach muss ich mich nur um den grünen Kontinent hier kümmern, dass der auch nochmal verschwindet. Dann sollte das kein Problem mehr sein. So, tauschen kommt mir ja nicht weiter. Ja, das war klar. Grün kommt mir natürlich zuvor. Und hat natürlich auch Erfolg. Dankeschön, Arschloch. Achso, er wollte nur eine Karte haben, okay. Grün, grün, grün. Um die Frechheit muss ich mich da mal kümmern. Das geht ja gar nicht. Oh. Leute. Nur Siege zählen. So. Da hat er 6 Bataillone sitzen. Alter Schwede, und da oben auch. Okay, das wird nichts. Moment. Da unten hat er jetzt jeweils 7 sitzen. Na super. Das erleichtert mir die Sache nicht gerade. Hm. Okay, Phase abbrechen. Die Truppen ziehen wir mal dahin. Kanone. Kanone heißt, ich kann nicht tauschen. Scheiße. Das ist schlecht. Mhm. Okay. Okay. Und er kann tauschen. Na super. Jo, das war klar. Er will sein Kontinent wieder haben. Und er kriegt ihn auch noch wieder, wa? Klasse. Jo, natürlich. Jo, danke schön. Super. Natürlich kriegt er sein Kontinent wieder. Oh, sowas ist nervig. Sowas geht mir auf den Sack. Ehrlich. Ja, Risiko, dass Spieler Freundschaften zerstören kann, wird es auch gerne mal genannt. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Schön. Toll. Ich bin's nicht. Ich bin extrem unzufrieden. Das ärgert mich. Scheiße. Setzen wir da noch 2 Truppen hin. So. Sowas ist kacke. Sowas ist echt kacke. So, wir müssen den Kontinent von Grün kaputt machen. Sehr schön. So. Ich hoffe, das reicht zur Verteidigung. Außerdem bringt mir das eine schöne Karte ein. Das ist ganz gut. So, die Grenzen sichern wir. Kanone. Kanone heißt 3 Kanonen. Wir können tauschen. Sehr gut. Das ist gut. Eieieiei. Gut, es sind nur noch 3 Spieler übrig und wir kloppen uns jetzt um die gesamte Welt. Und Grün kann tauschen. Oh! Grün! Mann! Das ist doch nicht wahr, ey. Mann! Immer auf mich! Greif den scheiß Lilanen an! Er ist wesentlich gefährlicher. Nein, er muss immer auf mich rauf. Es ist doch wohl nicht wahr, ey. Mal ganz ehrlich.
super. Setze mir da 9 Bataillone vor die Nase. Klasse. Du bist so ein Penner, Grün. Das ist unfassbar. Ehrlich. Mann. Unglaublich. Das ist so eine Schweinerei, was der hier macht, der Grüne. Gib mir meinen Kontinent zurück. Mann! Kann doch wohl nicht angehen, du. Hans Wurst. Hat da so ein schönes Elfer-Bataillon. Warum nutzt er das nicht, um Südamerika anzugreifen? Verstehe ich nicht. Was soll so eine Scheiße? Oh, super. Ich krieg wieder sang- und klanglos auf die Fresse, ey. Das kann nicht wahr sein, nur ehrlich. Das ist so eine Sauerei. Ah, zufriedenstellen tut es mich nicht gerade. Bin ich ganz ehrlich. Nee, zufrieden ist was anderes. Kanone. Na super, jetzt steht der Feind auch noch direkt vor meiner Türschwelle. Ich muss seinen Kontinent kaputt machen, es geht nicht anders. Wenn sein Kontinent kaputt ist, dann ist er so gut wie erledigt. Erstmal sichern wir uns eine Karte. Sehr schön, genauso muss das laufen. So. Jetzt machen wir diesen fucking Kontinent kaputt. Na also! Und dieses Mal bleibt er auch kaputt. So, 10 Bataillone. Sollte reichen. Ich glaube, ich beende erstmal die Phase. Meine Güte, nochmal. Ist das aufregend. Beiden dahin. Soldat. Soldat heißt, ich kann tauschen. Gut. Sehr gut. Ja, es war klar. Lila kann nicht tauschen. Das ist schon mal gut. Mhm. Im Gegensatz zu mir kann Lila nicht tauschen. ...25 Bataillone. Gut, damit kann ich schon mal was anfangen. So, die verstärken wir mal auf 10. Die auf 10. Die auf 10. So. Die sind auf 12. Das ist in Ordnung. So, 18... Und 6. So. Perfekt. So, ich verlasse mich jetzt einfach darauf, dass die Front da hält mit den 12. Ne? Wie gesagt, das Spiel heißt nicht umsonst Risiko. Perfekt. So, und jetzt noch den 6er da weg. Das war klar. Das sieht gut aus. Und nochmal. Aber jetzt ein ist auch okay. Hauptsache, er verliert was. Sagt er verliert was, nicht ich.
Meine Fresse nochmal. Ja, natürlich. Komm, jetzt. So. Gut, Lila ist es aus Südamerika jetzt raus. So muss das sein. So langsam kommt er in Schwierigkeiten. So muss das auch sein, dass er Schwierigkeiten bekommt. Ich will ich jetzt gerade... Wir probieren es mal. Ja, so viel dazu. Das war's ja wohl. Gut, das muss erstmal reichen. Dann habe ich noch irgendwelche Truppen, die ich versetzen kann. Eventuell ja hier bei Indonesien habe ich noch welche. Und hier in Westaustralien habe ich auch noch welche sitzen, okay. Wundert mich ein... Upsala. Das wundert mich ein bisschen, aber okay. Kanone. Das ist die einzige Karte, die ich jetzt habe. Okay. Spannend, spannend. Und Lila kann natürlich tauschen. Das war klar. Und ich kriege die Quittung dafür. Ja, das dachte ich mir. Es war klar, dass ich die Quittung dafür kriege. Weil ich sein geliebtes Südamerika kaputt gemacht habe. Damit kann er nicht umgehen. Danke. Schade, es wären schöne Bonustruppen gewesen. Aber nein, Lila kann das natürlich nicht verkraften. Die sagen, nein, das geht doch nicht. Es ist mein Kontinent. Ich muss auch bis in alle Ewigkeit mein Kontinent bleiben. Jetzt wird er größtenwahnsinnig. Jetzt wird er größtenwahnsinnig. Gut, okay, also definitiv steht fest, dass Russland wirklich ein guter Punkt wäre zur Verteidigung. Und die Truppen werde ich hier nochmal aufstocken. 14 gegen 4 sollte reichen im Normalfall. Dann rüste ich hier nochmal ein paar auf. Und als erstes holen wir uns mal die Ukraine. Es kann nicht sein, dass er den Kontinent jetzt auch noch meint, in Anspruch nehmen zu können. Es wäre nebenbei auch ein sehr guter Grenzposten. Möchte ich auch nochmal so anmerken. Ja, es war klar. Ja, natürlich. Lila hat wieder seine Vorteile, wie immer. Ja, das kennen wir ja schon. Kleiner Bescheißer. Das kannst du ja sehr gut. Das wissen wir ja. Kleiner Penner. So, das haben wir schon mal gesichert. Ein Kontinent hat er immer... Ne, das ist kein Kontinent. Nee. Gut, Europa ist auch kaputt. Das war nämlich auch ein Kontinent von ihm. Jetzt holen wir uns Südamerika erstmal zurück. Ich sagte, wir holen es uns zurück. Meine Fresse nochmal. Zu blöd zum Schießen, oder was? Danke, geht doch. Meine Fresse, warum nicht gleich so? Muss der Onkel immer erstmal böse werden, ne? Damit das funktioniert. Furchtbar. So, 8 Bataillone. Ich wäre schön blöd, wenn ich Mexiko angreifen würde. Boah, ich greife Venezuela an. So. Der Kontinent gehört wieder uns. Gut, ich glaube, das reicht erstmal. Und wir ziehen die Truppen jetzt alle darüber. So. Das wird ihn nämlich schön ärgern. Gut, ich glaube, das reicht erstmal auch. Statt den Lilanen anzugreifen, ne? Nö, brauchen wir nicht. Das rächt sich jetzt. Also Grün fährt gerade richtig schön zwischen unsere Räder. Muss man wirklich so sagen. Warte mal, wie viele Länder hat Grün jetzt noch? Die 3 oder was? Grün hat noch diese 3 Länder. Ja. Nur noch diese 3 Länder. Tauschen können wir nicht. Aber wir haben 18 Bataillone zur Verfügung. Ist schon sehr verführerisch, muss ich sagen. Deswegen mache ich das auch. Oh.
Wenn meine Jungs auch mal so gütig wären und mal treffen würden. Ne? KI zieht ja immer gerne mal ihre Vorteile raus. Ne, KI? Kennen wir ja nur zu gut von dir. Sag nur Command & Conquer. So. Ich hoffe, dass das ausreicht. Grün! Werde ich doch gefälligst nicht so. Mann! Geht doch. Und nicht gleich so. Und dann den dann noch. Es geht doch. Und nicht gleich so. Und jetzt das letzte Land. Na also. So, damit ist Grün besiegt. 5 Karten. Geil. Also momentan mache ich viele sehr kurze Projekte. Es ist unglaublich, aber es ist wahr. Es ist einfach wahr. Gut, das haben wir also auch. Der Grüne ist besiegt, somit sind nur noch der Lilane und wir übrig. Gut, das hat geklappt. Ich erwarte aber nicht ernsthaft, dass ich das halten kann. Gut. Damit wäre auch Kontinent Afrika gesichert. Ich warte. Warte mal, wir können die mal darüber ziehen. So. Karte. Und wir haben 2 Kanonen. 3 Soldaten. Wir haben 4 Soldaten. Okay. Gut, Lila hat also nichts gemacht. Außer seine Truppen ein bisschen versetzt. Ich weiß, dass ich tauschen muss. Wenn ich Glück habe, kann ich 2-mal gemischt tauschen. Und ich kann 2-mal gemischt tauschen. Wie geil ist das denn? Danke, Grüner. So, ich weiß, ich muss nochmal tauschen. Das mache ich auch nur zu gerne. Um den Lilanen eine reinzuwürgen. 3 Soldaten kann ich nochmal tauschen. Geil. So. Das sollte dem Lilanen einen ordentlichen Denkzettel geben. So, hier unten ist ja... Oh, 37 Bataillone. Geil. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Geil. So viele schöne Bataillone. Geil, 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 geil. So, ihr greift Mitteleuropa an. Mit dem Wunsch, dass es auch klappt. Bitte. Danke. So, und Skandinavien. Sehr schön. Wunderbar, klappt doch. Warum nicht gleich so? Komm schon. Nein! Ja, schon besser. Jawoll! Platt ist er. Sehr geil. So, und jetzt das Land. Sehr schön. Und jetzt Island.
Perfekt. Klappt. Wunderbar, der Plan geht auf. So, Grönland ist das nächste Ziel. Und Grönland gehört uns. Geil. So, dann machen wir hier weiter. Das war klar. Das war auch klar. Es könnte sein, dass das Let's Play gleich zu Ende ist. Es hört sich bescheuert an, es ist aber so. So, ich lasse mal ein paar Bataillone da. 6 an der Zahl, das ist okay. So. Der nächste Klotz, dieser 5er Klotz da. Sehr schön. Und nochmal. Jetzt aber. Es wird eins der kürzesten Let's Plays. Also ich denke mal, sollte das Let's Play wirklich so schnell zu Ende gehen, gibt es tatsächlich nur ein paar davon pro Tag. Damit der Vorrat mal ein bisschen länger läuft, weil sonst muss ich nämlich bald schon Layers of 4 aufnehmen und das wäre mir ein bisschen arg früh. Alter. Okay, das Bataillon hat er mächtig mitgenommen. Muss ich zugeben, nicht schlecht. Aber trotzdem dürfte für ihn Feierabend sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, das war das. Sehr gut. Dann greifen wir jetzt noch das an. Wunderbar. Greifen wir jetzt noch das an. Jo. ich würde mal sagen, das war's gleich mit Risiko. Scheiße. Ja, das war's mit Risiko. Wir haben's. Das war's für den Lilanen. Spielende. Rot hat die ganze Welt befreit. Wie geil ist das denn? Ja, das war der klassische Modus zu Risiko. Ein Spiel, wie gesagt, das viel Laune machen kann, das aber auch viel Ärger machen kann, wenn man will. Ja. Ja. Schön, das war das klassische Risiko. Das nächste Risiko wäre dann das ultimative Risiko. Das wird auch definitiv länger gehen. Ja, das haben wir geschafft. Das ging doch recht schnell. Wie gesagt, ein sehr schönes Spiel, auch ein schön zeitloses Spiel, wie ich finde. Macht riesig Spaß. Ach, das passt ja jetzt. Gut, dass jetzt auch die Credits laufen. Ja, nächstes Projekt ist dann Layers of Fear tatsächlich. Ich muss tatsächlich dann nachher mal testen, ob ich das mit Loilo bzw. Webcam hinkriege, bzw. sonst auch Shadowplay zur Not. Und wie gesagt, ich werde wahrscheinlich dann ein Part pro Tag dann machen zu Risiko, statt zwei Parts, weil das Let's Play so wahnsinnig kurz ist und die Credits sind auch nicht gerade wesentlich länger. Gut, also das nächste Projekt, wie gesagt, Layers of Fear. Mein erstes Horrorspiel mit Facecam. Risiko gibt's aber auch nochmal. Dann die ultimative Version. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Also ich habe das Spiel gerne auf Brett gespielt. Auch jetzt hier gerne mit euch auf der PlayStation. Ja. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Eindrücke schildern. Jetzt kommt hier nochmal die Credits. Auch die Musik ist cool. Und ja. Ich finde, ist ein sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Es war nicht umsonst mit bei meinem 50-Abo-Special damals dabei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Es war jetzt ziemlich kurz, aber ja, es ist ging kurz und schmerzlos, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich deswegen nochmal bei euch fürs Zuschauen. Ich entschuldige mich auch gleichzeitig, dass es so ein kurzes Let's Play ist. Wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen der Ausgleich. Vorher habe ich so unendlich lange Let's Plays gehabt. Und jetzt sind sie so reinweise kurz. ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr es gucken werdet. Ich grüße alle Zuschauer da draußen, die sich das angeguckt haben.
mein nun kürzestes Let's Play bisher. Und ich würde dann sagen, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.